Einen wunderschönen guten Tag oder kann man auch schon guten Abend sagen. Nun, die Sonne strahlt noch im Süden der Republik. Ich grüße euch recht herzlich zum heutigen Special. Ihr seht es schon. Spezialwebinar zum Internationalen Frauentag. Heute angesagt. Ich freue mich, dass wir hier ein kleines Special aufgefahren haben in Form einer völlig neuen Variante. Es geht jetzt heute nicht primär um Intraday-Trading oder die Vermittlung diverser Skills eben rund um den Markt. Nein, wir wollen heute eben auch hier das Thema der Frau, des Handels, des Tradings etwas näher beleuchten. Und da freue ich mich, und ihr werdet das wissen, dass wir hier heute drei Damen zu Gast haben. Und das ist hier die Janina zur Linken, die Caro in der Mitte und rechts die Chrissy. Die drei stehen uns heute zur Verfügung, um Rede und Antwort zu stehen. Den rund um das Thema, sind Frauen eben die besseren Trader oder nicht? Das ist in jedem Falle spannend. Wir haben hier bei JFD intern da auch schon versucht, das ein oder andere rauszufinden. Wir sind ja nicht die, die die Kunden hier durchleuchten, aber im Rahmen der Anmeldung und dergleichen kann man natürlich Rückschlüsse ziehen. Dazu dann in weiterer Folge zukünftig mehr. Heute, wie gesagt, erstmal ein herzliches Hallo und viele, viele Grüße an alle weiblichen Zuschauer. Wir sind tatsächlich noch gut dreistellig geworden auf der Zielgeraden. Freut mich jedenfalls, dass das Interesse da ist und wir heute insofern eben auch in Farbe, dann eben auch nicht klassisch mit dem Bild als PowerPoint, als Blick auf den Trading Desk, sondern tatsächlich eben mit Kamera-Action heute live und in Farbe umhergehen, um hier sozusagen ja ein Stück weit die Interaktion und auch das Interview, ja, Gefüge will ich sagen, dann auch aufleben zu lassen. Kleiner Gimmick vorab. Ich weiß nicht, wer es von euch weiß, aber hier der Internationale Frauentag, heute 110-jähriges Jubiläum, 1911 ins Leben gerufen. Insofern schon eine lange, lange, ja, Geschichte. Und ja, zu diesem Jubiläum einmal mehr wichtig und richtig, dass wir hier auch die Frauen mal ein Stück weit in den Fokus rücken. Und insofern, liebe Leute, freue ich mich, dass ihr heute dabei seid. Wenn es ums Trading geht, falls wir Handelsempfehlungen ausgeben oder zukünftig in einer der weiteren Sendungen dann hier speziell den, ja, ein oder anderen Trade auch thematisieren, sind das natürlich nie Handelsempfehlungen. Das wisst ihr, jeder handelt eigenverantwortlich und ist natürlich auch Herr seines Accounts. Alright, jetzt müssen wir einfach mal sehen, ob die Technik hier so rund läuft, wie ich mir das vorstelle. Wir haben natürlich schon mal einen Technikcheck gemacht, aber live und in Farbe ist das immer was anderes. Insofern, liebe Teilnehmer, ich sehe gerade Gabriel, Christina, Heidrun, ihr gebt schon mal ein Hallo durch den Äther. Vielen Dank an der Stelle. Also bin ich wohl zu hören und das Bild auch zu sehen. In dem Fall ja unser Startbildschirm, wenn ihr auf JFD Bank kommt. Und ich werde gleich mal den Switch vollziehen, sodass wir hier in die Kamera-Action gehen. Und dann werde ich erstmal die Damen hier auch in den Moderations-Äther schieben. Alles gut, sehr gut zu sehen. Das freut mich. Wie gesagt, gleich auch dann live in Farbe. Jetzt muss ich nur die richtigen Damen und Herren dann mal zu den Moderatoren ernennen. Das dauert einen kleinen Augenblick. Und gebt mir bitte mal ein Feedback, ob das alles so weiter funktioniert vom Bild und Ton, wie ich es mir vorstelle. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob meine Kamera online geht. Ich sehe das nämlich dann sozusagen immer erst in zweiter Instanz. Ich sende ein Hallo, ein bisschen überbelichtet, glaube ich, könnte es sein. Aber ich freue mich, euch zu sehen hier aus meinem heimischen Gefilden. Und jetzt gehen wir gleich mal zu den Damen dann über, sodass wir auch alle interaktiv sind. Und ich rufe auch an der Stelle auf, ihr könnt sehr gern Fragen stellen. Also haltet euch da nicht zurück. Wir haben einiges vorbereitet, zumindest ich an Fragen. Sollte mir nicht ausgehen, aber für den Fall, dass der ein oder andere da noch was nachschieben will oder wissen will, seid ihr sehr gern aufgerufen, hier in die Interaktion zu gehen. So, da ist die Chrissy. Hey, schön, dass du da bist. Und da kommt auch Janina. Super, ihr seid dabei. Alright. Jetzt muss ich nur noch mal die Caro finden. Das ist jetzt gar nicht so simpel in diesem Panel. Ja, beim Test waren wir nur zu viert, zu fünft. Aber in dem Fall ist es jetzt. Ah, ich habe sie. Super. Alright. Dann müsste es jetzt passen. Jetzt müssten wir zu viert zu sehen sein. Gibt es mal bitte ein Feedback, ob ihr auch die Damen der heutigen Runde gut sehen könnt. Liebe Teilnehmer, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Caro hier jetzt auftaucht. Sekunde. Caro. Jawohl, der Bildschirm dürfte gleich in die Übertragung kommen. Und da ist sie, Herrgott.
Seht's mir nach, meine Damen. Ich habe die Fliege heute nicht aufgelegt. Ja, es wäre vielleicht zu viel des Guten gewesen. Insofern schenke ich mir das. Aber wir sind ja unter uns im Homeoffice und es ist natürlich umso schöner, dass wir hier alle relativ flexibel agieren können. Und ich sehe gerade hier, super, drei Frauen zu sehen, das ist das Wichtigste. Also mich könnte es auch ausblenden, ja. Darum geht es heute gar nicht. Ich bin so ein bisschen der, der die Kamera hier von rechts nach links hält. Aber in jedem Fall hat es geklappt. Wir sind super online da. Und ja, nochmal der Aufruf, liebe Leute, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Jetzt soll es natürlich in meiner Hinsicht erstmal darum gehen, wen habt ihr hier eigentlich vor euch? Ich denke, ihr habt die Einladung und die Vita gesehen von den Damen. Also ihr dürftet eigentlich wissen, mit wem ihr es zu tun habt. Ich weiß nicht, auf welchem Bildschirm jetzt welche Dame zu sehen ist, aber in jedem Falle dunkelhaarige Brünett bei mir zur Linken, das ist die Chrissy, ne? Die jüngste sozusagen im Team. Hat ja auch beim lieben Sascha bei Trading for You ihre, sage ich mal, Anfänge gefunden und ist eben über Nina, Janina, meine Güte, es bleibt dabei, über Janina sozusagen dann auch zum Trading gekommen. Und Janina ist da schon ein Stück weit länger dabei und erfolgreicher, sozusagen unterwegs, hat da schon einiges an Erfahrung auch sammeln dürfen. Und die Caro ist uns hier aus der Schweiz zugeschaltet. Insofern auch ein Grüß Gott, ein Hallo rüber über die Grenze, will ich sagen. Ganz toll, wie gesagt, dass wir da noch ein Stück weit Aufwuchs bekommen haben. Und ich weiß auch, dass wir noch ein paar andere Damen in der Pipeline haben, die hier gern ja, ihren Beitrag liefern wollen, mittelfristig. Also insofern, wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, gebt uns das Feedback, sodass wir das auch gern immer mal wieder ausbauen können. So, damit die Damen jetzt mal langsam in die Action kommen, kleiner Warm-up an der Stelle. Ich gehe mal auf die Karo unten ein und dann gehen wir so ein bisschen ringsum. Die Frage ist immer, was der Trader sozusagen gern trinkt. Ja, Red Bull bei Sportlern oder ein Kaffee. Oder eben ein Tee. Caro, wie ist es bei dir? Was ist denn dein präferiertes Getränk an der Stelle, bevor du den Trading-Alltag beginnst? Am besten Tee, einen warmen Tee. Warmtee. Okay. Janina, wie ist es bei dir? Da stimme ich Caro zu. Also ich bin auch eher der Teemensch. Okay, Chrissy, jetzt hau's raus. Wie ist es bei dir? Mir gibt es 2000 Kaffee und danach gibt es Tee. Okay, das ist ein bunter Mix. Also das ist natürlich auch sehr, ja, vielleicht frauenlastig, wir wissen es nicht. Der ein oder andere Mann neigt ja zum Espresso. Ich bin ein großer Fan von, muss ich sagen. Aber Tee ist natürlich nichts Ungewöhnliches. Insofern lasst uns vielleicht direkt einsteigen. Ich habe, liebe Zuschauer, wie gesagt, ein paar Fragen vorbereitet. Die Caro ist vielleicht ein bisschen heißer, weil sie eh schon wieder viele Interviews in der letzten Zeit gegeben hat oder auch Statements an der Stelle. Deswegen setzt das nach, wenn wir da ein bisschen heißer sind. Bei mir ist es auch so, ich habe heute auch schon wieder ein bisschen viel geredet. Aber nichtsdestotrotz, lasst uns einsteigen ins Thema und wer Fragen stellen will, wie gesagt, im Chat sammle ich das. Lasst uns das gern wissen. Wenn ihr da was sozusagen nachgefragt haben wollt, gebt es mir gern das Feedback. Okay, dann fangen wir jetzt mal an. Es sind schon einige Fragen hier durch den Äther gelaufen. Auf welchen Chat muss ich denn schalten, damit ich Dame werde. Oh Gott. Nein, hier wird keiner eine Dame. Bleibt alles in Ordnung. Ja, wir sind hier sozusagen einfach zur Huldigung der Damen hier seit 110 Jahren im Fokus der Interviewreihe. Und jetzt würde ich mal sagen, steigen wir mal eins ins Thema. Sind Frauen die besseren Trader? Ist natürlich ein sehr, sehr großer Auswurf, eine sehr, sehr große Frage. Ich glaube, es lässt sich auch nicht nur an einzelnen Punkten festmachen. Aber Caro, wie ist es bei dir? Gibt es deiner Meinung nach zu wenige weibliche Trader hier im Umfeld deiner Umgebung oder generell, wie du das jetzt schon am Finanzmarkt wahrgenommen hast, wie stehst du dazu? Ja, also meiner Meinung nach gibt es definitiv viel zu wenig Traderinnen. Also da könnten wirklich viel, viel mehr Frauen traden. Ich finde das immer so ein Wow, wenn ich andere Traderinnen sehe, so, ah, du machst das auch, mega cool. Und wenn ich dann einen Mann sehe, der sagt, ja, ich bin Trader, dann denke ich, okay, Standard. Und bei der Frau ist es wirklich so etwas, Frau und Finanzen, das ist ja immer noch so ein bisschen, also nicht verpönt, aber so. Ja, da stutzt man ein bisschen die ersten paar Sekunden und darum meiner Meinung nach, es könnten da wirklich noch einige Frauen Gas geben, ja. Okay, lass mich vielleicht kurz nachhaken. Was meinst du, was ist der Grund, warum viele Frauen sich nicht dafür interessieren? Ich meine, Schweiz und Deutschland muss man vielleicht auch national unterscheiden. Werden wir mal sehen, was Janina dazu sagt oder auch Chrissy. Aber was meinst du, ist der Grund, warum Frauen jetzt gerade da nicht so ambitioniert sind, vielleicht da aus dem schweizerischen Gefilde? Ja, ich weiß nicht mal so recht. Vielleicht ein bisschen von zu Hause aus. Vielleicht ist das immer noch
Altes Denken, ja, Finanzsachen, das ist doch die Sachen des Mannes oder ich kann das nicht oder irgendwie so ein bisschen Unsicherheit oder besser nicht. Und ich habe das so das Gefühl, dass die Frauen sich dann sagen, ja, dann werde ich lieber irgendwie standardmäßig, was weiß ich, Floristin. Nein, es kann so von vielen Faktoren abhängen. Aber meistens glaube ich, dass die Frauen einfach sagen, das ist nichts für mich. So in so einer Männerdomäne, da gehe ich doch unter. Und ich glaube, genau das Denken sollte man durchbrechen, indem dass man sagt, hey, komm, und jetzt erst recht, oder? Da muss ich sagen, liebe Leute, ihr wisst es vielleicht nicht. Caro, ich hoffe, ich darf sagen, du bist ja auch, sage ich mal, von deiner Grundphysis, kann man ja nicht sagen, von deinen Skillfaktoren ja eh schon auch in Männerberufen eingestiegen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du die klassische, weil du es gerade ansprachst, Floristin gelernt hast, sondern du bist da schon ein bisschen, sag ich mal, eh schon auf den Weg gefahren. Du willst es vielleicht auch ein bisschen herausfordernd sehen. Und du hast ja auch keine klassischen Berufe sozusagen erlernt im Laufe deines Lebens. Ne? Ja, genau. Also ich habe die Grundschule, die Hochschule absolviert und danach habe ich immer wieder Weiterbildungen gemacht. Ich war 7 Jahre auf Reisen, hab mir die Welt angeschaut, weil mir das persönlich immer wichtig war. Und der letzte Beruf, den ich ausgeübt habe, war Lokführerin. Und da kann man eins zu eins zusammenzählen, wie blöd, dass die Leute schauen, Frau, dunkelhäutig und dann noch Lokführerin. What the fuck, verkehrte Welt, oder? Absolut. Und ich finde einfach, ja, warum nicht? Einfach das Monotone, das mag ich nicht. Ich mag nicht, wenn die Leute, ja, das ist ein Mannskerl da, Männerberuf, das finde ich doof. Darum bin ich jemand, der, also ich sage nicht, ich tanze gerne aus der Reihe, aber meiner Meinung nach, es muss nicht immer schwarz-weiß sein. Und das beziehe ich jetzt nicht auf meine Hautfarbe, sondern wirklich. In dem Sinne, es muss nicht immer, das ist Männerberuf, das ist ein Frauenberuf, überhaupt nichts, finde ich doof. Also, ja. Klassisches Klischee-Denken, ich glaube, da sind wir auch schon ein Stück weiter. Gerade eben, die Welt ist schneller geworden, die Welt dreht sich ja in einer anderen Geschwindigkeit. Man hat hier viel mehr Herausforderungen und ja, vieles, was man so in den letzten 30 Jahren, 20 Jahren sogar gelernt hat, ist heute schon wirklich so obsolet, wo man sagt, man muss sich da schneller anpassen. Und da kommen wir auch, danke Caro, erstmal für den Einblick auch an der Stelle. Es kommen auch übrigens schon einige Chatfragen rein, wo ich sage, da sind wir jetzt wahrscheinlich eh die nächsten 2 Stunden beschäftigt. Also insofern, auch die gehen direkt in die Tiefe, darf ich gleich sagen, so von wegen, was ist Daytrading, wie steigt der ein? Also vielleicht schiebe ich auch zwischendurch direkt die Fragen immer zwischendurch ein. Ich habe mir natürlich ein paar Gedanken gemacht, was mich interessieren würde generell. Also wir haben ja nichts so, sage ich mal, nach einem Reißbrett da vorbereitet, also so schon mal gesprochen, aber es soll natürlich interaktiv sein. Deswegen, ja, Nina, an der Stelle. Wie ist denn das bei dir sozusagen, weiblicher Trader? Ich meine, es gibt ja auch immer den Verlaub jetzt an der Stelle, aber den Zickenkrieg, ne? Wenn jetzt viele Frauen untereinander sind, beißt man sich ja manchmal auch und es ist alles nicht so lieb und nett. Auf der anderen Seite sind Frauen ja sehr emotional. Ist das mit dem Trading vereinbar? Was ist mit dir so? Wie ist das bei dir, wenn du sagst, gibt es zu wenige weibliche Trader oder hättest du gern mehr? Ja, auf jeden Fall hätte ich gern mehr weibliche Trader. Also ich muss auch sagen, ich bin echt extrem wenigen weiblichen Traderinnen begegnet in meiner Zeit als Traderin. Aber die Traderinnen, die halt dann wirklich auch, ich sage jetzt mal, die Beine in die Hand nehmen und sich an die Börse wagen, die haben es dann aber auch raus. Also ich habe auch wirklich das Gefühl, dass da die Frauen auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, ich glaube nicht, dass Frauen zu emotional sind, sondern eher, dass die Frauen, ich weiß nicht, ein bisschen gut damit umgehen können, eben wenn man dann doch mal einen Verlust macht zum Beispiel oder sowas. Und die Chrissy ist eigentlich ein super Beispiel. Die hat vor, wann war es denn? Vor 2 Monaten, oder? Hast du angefangen zu traden und schau dich an. Also das ist der Wahnsinn, wirklich. Also so die Disziplin ist auf jeden Fall da und ich will jetzt nicht sagen, dass Männer sowas nicht hätten oder so, aber man weiß schon ein bisschen, dass da schon manchmal ein bisschen mehr Druck kommt von den weiblichen Teilnehmern. Und ja, ich glaube, gerade diese Unsicherheit, das habe ich auch an mir selbst gemerkt und auch an der Chrissy, das ist eigentlich eine der größten Hürden, die man da hat an der Börse oder die uns eben jetzt auch so ein bisschen begegnet sind. Oder ja, ich hoffe, es ist okay, wenn ich da für dich spreche, Chrissy, aber das ist mir eben auch ziemlich aufgefallen und ich denke auch, dass es weiteren Frauen
Frauen, aber auch Männern so geht, dass eben das eine der größten Faktoren ist, sich eben nicht an die Börse zu wagen, sondern eben, wie die Karo sagt, auszuüben, der vielleicht nicht mit Finanzwesen zu tun hat und eben nicht ein überhaupt mal ein Risiko birgt. Danke, also super. Also in dem Sinne, das ist natürlich sehr umfangreich. Danke dir auch dafür die Antwort. Ich gehe dann, wie gesagt, liebe Teilnehmer, auch gerne auf die Fragestellung dann gleich mal ein, neben den Fragen, die ich so noch im Kopf habe. Chrissy, ich denke mal, wie gesagt, du bist ja sozusagen das Küken in der Runde. Nicht nur vom Alter her, nicht wahr, aber auch vom Trading. Die Janina hat es ja gerade gesagt, du bist da erst seit 2 Monaten dabei. Das ist wirklich am Anfang dessen, mal die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist ja die, dass es ähnlich ist wie im Studium, beziehungsweise brauchst du auf jeden Fall viel Erfahrung, du musst viel erlebt haben, du musst einfach auch so einen Skillfaktor entwickeln. Vielleicht sind Frauen da schneller als Männer, aber auf jeden Fall ist es nichts, was man am Wochenende mal ebenso lernt. Damit wollen wir gleich mal ausräumen. Caro lacht auch, also es ist definitiv, sag ich mal, eine harte Schule. Wo ich angefangen habe vor vielen, vielen Jahren, gab es noch nicht so viele Webinare, geschweige denn solche Interviews oder irgendwas in YouTube, was man abrufen konnte. Das war alles Learning by Doing und das ist natürlich schon eine harte Schule. Also bei dir, ich sag mal, du wirst Chrissy, an der Stelle ähnlich denken wahrscheinlich wie Janina, dass du sagst, A, zu wenig Frauen, aber B, so vom Skillfaktor her, ist das tatsächlich was, wo du sagst, da ist eine Frau vielleicht tighter, also ein Stück weit, ja, vielleicht dem Mann überlegen? Ich sag mal so, viele Männer sagen ja dann auch, ja, Frauen, die können nicht mit Geld umgehen. Aber hier bei der Börse ist es halt auch, wir gehen viel, viel vorsichtiger an diese Sache ran. Und ich muss auch noch dazu sagen, ich stimme euch beiden zu und Janina, vielen, vielen Dank. Und das Problem ist, es gibt so viele Frauen, es gibt wahrscheinlich auch noch Männer, die kennen diesen Beruf gar nicht. Die haben noch nie was davon gehört oder zumindest sind da auch gar nicht so dran gekommen oder haben dann bei den Nachrichten, ach, Aktien, ach, interessiert mich eh nicht und vielleicht macht es denen aber dann Spaß. Und dass sie da einfach nicht weiter reinschauen, das finde ich dann halt schade. Und ich muss auch dazu sagen, ja, man braucht Kraft und Mut, um da überhaupt in diese Branche einzusteigen. Und ich muss ja auch dazu sagen, wir haben so viele Ausbildungen und Ausbildungsangebote, die wir eigentlich bekommen können, um da eigentlich vorsichtig einzusteigen. Ich Deswegen, meine, also man sollte vielleicht auch die Frauenbranche noch ein kleines bisschen mehr aufmerksam darauf machen. Zum absolut, ich Beispiel auch denke wie auch. hier. Oh, Entschuldigung. Nein, nein, hau rein. Ich dachte, du wärst fertig. Mein Fehler, sorry. Nein, zum Beispiel auch hier mit diesem Frauentag finde ich eine super Idee. Die ganzen Frauen, die gerade vielleicht zugucken, das ist doch mal ein Ansporn für euch, oder? Also finde ich zum Beispiel. Also in der Tat, also fühlt euch da gerne angesprochen. Ich habe es jetzt, wie gesagt, nicht ausgewertet, aber ich sehe, also wenn ich die Teilnehmerliste sehe und die Namen stimmen, ist natürlich immer eine subjektive Eingabe geschieht. Da kann man sich auch Donald Duck nennen, ja, oder Daisy Duck. Am Ende weiß ich es nicht, wer dahinter steht. Aber am Ende des Tages sind wirklich viele Frauen dabei. Insofern ist das ein Thema, was sicherlich auch wichtig ist oder auch viele interessiert. Aber der Analphabetismus, so darf man es ja sagen, rund um Finanzen oder Trading ist ja wirklich eine Katastrophe. Ja. Es hängt auch natürlich mit unserem Sozialsystem zusammen, wo man einfach sagt, du kriegst im Prinzip, oder so war ja die Idee des Rentensystems und der ganzen Geschichte, dass das ja so auf Ewigkeiten funktionieren könnte, nach dem Motto Norbert Blüm, die Rente ist sicher. Das war ja also Geschichte nach dem Motto, da hat man sich ja gar keine Gedanken drum machen müssen. Ne. Das hat sich jetzt radikal geändert. Wir haben keinen Zins mehr. Es gibt im Prinzip auch natürlich Probleme mit der Altersvorsorge und ihr als junge Damen, sage ich mal, gerade in dem Thema natürlich auch wirklich perspektivisch ohnehin mit dem Thema Finanzen irgendwo im Kontext, aber sagen wir mal so 40, 50-Jährige plus, die haben da überhaupt keinen Bezug zu. Und deswegen fühlt sich da auch immer angesprochen, auch die Älteren und Jüngeren, die dabei sind, die müssen natürlich irgendwie in das Thema kommen, ja. Und klar muss man sich damit beschäftigen. Und das ist ja auch ein Thema, den es, Brigitte ist ja hier Wahnsinn, ja, das ist ein Ansporn. Ich habe einige Fragen. Also wie gesagt, haut's bitte rein, selbst wenn das Webinar vorbei ist. Wir haben uns überlegt, so bis 10 werden wir heute mal, also 4, 5 Stündchen. Ja, also insofern haben wir noch eine Pizza bestellt. Dann die Damen kriegen dann ein Überraschungspaket von mir, noch eine kleine Flasche Wein. Könnt ihr euch dann noch ein bisschen nebenbei die Kehle anfeuchten. Aber Spaß beiseite, schreibt's alles rein. Die Fragen sind gesammelt. Im Zweifel werden wir dann hinten raus auf jeden Fall noch was anschließen können, wenn da das Interesse besteht natürlich. Aber die Sache ist ja auch die, da hat so ein bisschen der ein oder andere von euch, oder die ein oder andere, sorry, bin ich schon wieder in der Männerrolle, ne? Also ich habe auch selten mit Damen hier zu tun gehabt in meinen letzten 20 Jahren, muss ich zugeben. Es gibt auch in Deutschland gesprochen sehr, sehr, sehr übersichtlichen Kreis von Damen, die da in dem Metier tätig sind und da auch lange tätig bleiben. Da kann man viel tun, denke ich. Also insofern super, dass wir dabei sind. Und jetzt mal die Frage direkt,
Das ist sicherlich auch sehr interessant für den, der hier auch schon geschrieben hat, weil die kam schon zwei, dreimal die Frage. Wie bist du zum Thema Spekulation Börse zu kommen? Also vielleicht ist es über das Thema Altersvorsorge gekommen oder was war der Reiz, dass du, und da fange ich jetzt mal vielleicht von hinten an, und zwar bei Chrissy. Also ich meine, was war die Intention oder war das Janina, die gesagt hat, hey, guck mal hier oder wie ist denn das? Kannst du vielleicht mal uns einen Einblick geben, wie du dazu gekommen bist zur Börse, Spekulation oder Trading im Allgemeinen? Ja, ich habe ja vorher den Beruf Friseur gemacht und nach eigentlich einigen Jahren habe ich schon festgestellt, das ist nichts für mich. Und dann habe ich sehr viel spekuliert für mich, was könnte ich vom Beruf her machen. Und dann war das eigentlich so, dass ich schon öfters mir Aktien angeguckt hatte oder zumindest auch eine Demokonto hatte auf einer Seite. Gibt es ja ganz, ganz viele davon. Und ja, dann habe ich so ein bisschen hin und her getradet, aber ich hatte nicht den Gedanken gehabt, das beruflich zu machen. Und dabei hat es mir echt viel Spaß gemacht. Ja, und dann sind halt die paar Jährchen verstrichen und dann kam dann privat ein ganz guter Freund und fing an, boah, ich habe Aktien gekauft und dies und jenes ist passiert. Und ja, dann hat er dann halt noch ein paar Namen gesagt, die er sich so anschaut und Bücher und alles. Ja, und dann dachte ich ja, warum machst du denn das nicht? Und dann habe ich mich dann so mit beschäftigt, habe mein Demokonto wieder rausgeholt, habe da meine Trades gemacht und habe dann halt wirklich stundenlang davor gesessen und es hat einfach nur Spaß gemacht und die Zeit ist verstrichen wie im Flug. Und das war beim Friseur halt nicht so. Ja, und dann Okay. kam alles auf einmal und dann bin ich so hier reingestoßen. Und ich freue mich jetzt. Das war's. Du, ich habe dich vorhin schon unterbrochen. Ich will gar nicht zu schnell reinfeuern, aber auf jeden Fall stark. Ich meine, da, wie gesagt, da hast du aber eine persönliche Leidenschaft natürlich entwickelt. Also irgendwas hat dich ja gereizt. Das ist sicherlich das, wo wir jetzt auch weitergehen. Ich sehe gerade, Brigitte schreibt auch gerade, sie ist seit circa einem Jahr dabei, findet es mega spannend. Dann ist auch eine Frau von einem Kollegen drin. Sie hat totale Einstiegsängste. Ja, als Beispiel. Das Thema können wir jetzt einfach auch mal so nach dem Motto, wie seid ihr dazu gekommen, vielleicht auch da ein Stück weit aufgreifen. Einstiegsängste, vielleicht kannst du es nochmal beschreiben. Was ist bei dir die Einstiegsangst? Angst, Geld zu verlieren oder Angst, dass das Thema zu komplex ist? Vielleicht da nochmal definieren die Frage. Aber zum Thema Börse noch dazugekommen. Janina, wie war es bei dir? Also danke, Chrissy, erstmal. Ich denke, wenn es da noch Fragen gibt, feel free, liebe Leute, ihr könnt da gerne in den Chat reinhauen. Aber wie war es bei dir, Janina? Börse, Trading, Spekulation, was war die Intention? Ja, die Intention, die kam da irgendwie erst noch. Also an sich, es war eigentlich, als ich wirklich damit angefangen habe, so ein bisschen mir das alles anzuschauen, das war Lockdown letztes Jahr, also sage ich mal April, Mai, Juni, sowas. Also eigentlich vor ziemlich genau einem Jahr. Und ich habe auch erstmal mit Demokonten mir ein paar Aktien gekauft. Auch Kryptos fand ich super interessant. Bis ich dann auch angefangen habe, einfach mal mein Geld zu verwenden und diese Hebelfunktion auszutesten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Unsicherheit oder diese Angst, die war da noch gar nicht da, weil ich wusste nicht mal wirklich, was es ist. Ist vielleicht ein bisschen blöd. Ich habe aber einfach ein bisschen rumgedrückt und es hat auch funktioniert. Habe da ein bisschen Gewinn gemacht und da waren natürlich dann die Augen so groß. Ja, also der Puls ging hoch und ich sehe, ich habe in 2 Minuten 20 Dollar gemacht. Ich will mehr. So, das war natürlich dann mein Gedanke und habe halt dadurch ein bisschen mit anderen Leuten kommuniziert, sage ich jetzt mal. Und so bin ich halt dann auch ein bisschen, ich sage mal, an die Trading for You dann auch gekommen, wo ich dann auch ausgebildet wurde und dann auch das professionell auch erlernen konnte. Und ich bin super froh drüber. Also wie die Christi, das ist eines der besten Dinge, die mir passieren konnte. Ja, das Dankeschön. ist auch spannend. Das ist auch spannend in der Tat. Da komme ich gleich mal zu Caro, weil ich meine, die Mentorengeschichte, beziehungsweise von jemandem zu lernen und den Umweg nicht zu gehen, alles selber zu machen. Wie gesagt, ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich alles durch, von Kontoplätten bis negative Pyramide. Also das habe ich, es ist in der Tat so. Also ich habe auch virtuell angefangen, relativ zeitnah, aber dann habe ich gemerkt, das kickt ja gar nicht. Also verzeiht den Ausdruck, aber es ist was anderes, ob ich Demo handle, was zur Übung und zum Trainee-Faktor absolut wichtig ist. Aber wenn du am Ende des Tages dann wirklich mal echte Euros da siehst, ja, und ob das jetzt 10, 20, 100 oder 1000 Euro sind, die sich da bewegen, es ist trotzdem ein anderer emotionaler Fakt. Aber man sollte natürlich erstmal das Rüstzeug lernen. Und wenn man dann eben, sagen wir mal, real plötzlich irgendwie im Minus steht und dann nimmt man das vielleicht noch mit ins Bett, ja, am nächsten Morgen, du wachst auf und das Erste, was dir durch den Kopf schießt, ist, gibt es die Position noch oder das Konto? Das sind alles so Sachen, da muss man hart erleben, ja. Aber wenn man einen Mentor hatte und ich glaube, den hattet,
Ich glaube, völlig Erfolg, Schwachsinn. Ich weiß, dass ihr den hattet und Caro hatte ja auch genauso einen Mentor. Deswegen, Caro, wie ist es bei dir vielleicht an der Frage, wie bist du direkt zum Thema Spekulation gekommen? Du hast ja gesagt, du bist sag mal, Lokführerin, also eh outstanding. Also ich wüsste, ich kenne keine andere Lokführerin, die da am Start ist in der Beziehung, wobei man es ja vorne in dem Kanzlerhäuschen ja eh kaum sieht. Die rauschen ja rein, da weiß ja nicht, wer drin sitzt. Aber ich denke auch, das ist eine klare Männerdomain. Aber wie bist du dann jetzt zum Trading gekommen? Schrägstrich, hast du dann auch einen Mentor genutzt? Ich meine, es waren sogar zwei bei dir, oder? Also bei mir hat es, also meine erste Aktie habe ich mit 14 Jahren gekauft. Und das war damals ein reiner, wirklich Griff ins Klo, UBS. Und ich habe die voll gefeiert. Ja, cool. Und ein paar Monate später, okay, Hilfspaket vom Staat, super. Und ich weiß nicht mal ganz genau, warum, aber ich habe das dann irgendwie aus den Augen verloren. Also das Grundsätzliche, aus Geld mehr Geld zu machen, das war immer da, das Interesse. Aber halt, wie es halt manchmal so ist, das Umfeld spielt halt eine große Rolle. Ich habe das meinen Eltern erzählt, ich habe das Kollegen erzählt und dann, ja, du spinnst doch, mega riskant und was weiß ich. Und ich habe mir so gedacht, ja, okay, 9 to 5, 40 Jahre null riskant, oder? Auf jeden Fall, ja, ich habe das aus den Augen verloren. Und x Jahre später, als ich dann Mutter wurde, habe ich wieder nach einer Möglichkeit gesucht. Hey, wie kann ich mehr Geld verdienen mit weniger, also weniger Aufwand, einfach mehr Geld verdienen, aber dafür nicht meine Lebenszeit einzutauschen. Und irgendwie fand ich mal in der Ecke wieder ein Aktienbuch, wo ich damals gekauft habe. Und dann sagte ich mir, hey, okay, Internet schauen, pipapo, was weiß ich, wurde da angesprochen von einem jetzigen wirklich guten Kollegen und der hat sich bei mir wirklich verbissen wie so ein Pitbull und gesagt, doch, du schaust dir das jetzt an, du schaust dir das jetzt wieder an. Und ich so, okay. Und irgendwie kam ich dann wieder in den Flow rein. Am Anfang war es halt so, dass ich dachte, ja, super, kann ich alleine. Und das war ganz schnell mal so, dass ich das nicht alleine konnte. Ich hatte insgesamt drei Mentoren. Und ja, wie das halt manchmal ist, sturer Kopf. Der eine Mentor zog hier und der andere da. Und irgendwo dann war da wirklich der Moment gekommen, wo ich sagte, hey, und jetzt machst du es. Genau so, diszipliniert, eins nach dem anderen und dann ging's. Aber es hat wirklich, es ging eben, es ist nicht etwas, das man übers Wochenende lernt. Es braucht viele Faktoren, die zusammen harmonieren müssen, damit man sagen kann, und jetzt habe ich den Drill raus. Und ja, doch, Step by Step ging das dann eigentlich auch wirklich gut. Ja, das ist auch sicherlich, was du ansprichst, richtig, dass man natürlich dann Step by Step vorgehen muss und dann am Ende des Tages auch natürlich seine Erfahrung sammelt. Und manche Coach-Nasen gefallen nicht, mancher Typus passt nicht. Da haben wir auch einen Punkt schon mehrmals drin gehabt, nach welchen Strategien ihr handelt. Da wollen wir vielleicht auch mal direkt ein bisschen in die Tiefe gehen. Aber witzig, auch Yvonne schreibt, ich zitiere mal, warum müssen Männer immer ihr Konto plätten? Das geht auch eine Spur vorsichtiger. Ich habe in 6 Jahren noch kein Konto geplättet. Ich muss zugeben, das habe ich seit über 10 Jahren auch nicht mehr gemacht. Also das waren meine Anfänge, wo ich wirklich sage, ich habe damals auch mit dem, ich sage jetzt mal mit Verlaub, mit dem Teufelszeug von Optionsscheinen rumgezockt. Also das war wirklich etwas, wo man sagt, da hast du auch keine Preisstellung bekommen über eine Stunde lang. Und dann, als sie wieder da war, war es bei 0,01 Cent, die ganze Entwicklung. Und dann ging es eben noch so weiter, dass man sagt, man hat im Prinzip da nicht den. Gut, es gab auch gar nicht so viele Trading-Bücher zum Millennium oder sagen wir mal Ende der 90er, als das so losging. Das muss man alles sagen, das war noch eine andere Zeit. Und man muss teilweise eben auch die harte Schule gehen. Aber ich gebe dir recht, ich glaube, ich würde es heute nie wieder machen. Oder wenn ich es jetzt lernen würde, auch mit den Skill-Faktoren, die mir so aufsaugt, negative Pyramiden sind ja genau das, was man eigentlich nicht tun sollte oder auch nicht tun darf. Und da darf ich auch gleich einstreuen. Die erfolgreichsten Händler bei uns in JFD, in dem Universum, die pyramidisieren positiv, was ja eh nicht viele können. Ne? Aus Gewinnen sozusagen nochmal eine Position zu machen in dieselbe Richtung, um den Trend nochmal richtig auszureiten. Und damit kann man eben tatsächlich auch gut arbeiten. Aber was viele eben nicht akzeptieren, dass wenn sie Verlust machen, diesen Verlust zu begrenzen. Und gerade wir Männer vielleicht sind da vielleicht auch, man mag es sagen, wir haben eben XY-Chromosomen, sind da vielleicht ein bisschen eingeschränkter im Denken, ja, in dem wir wollen dann eben den Verlust wahrscheinlich nicht akzeptieren und dann kauft, und ich würde sagen, das ging wahrscheinlich jedem schon mal so, dann kauft man im Verlust nach. Und das ist per se natürlich eigentlich nicht die Disziplin, die man an den Tag legen sollte, wo man einfach sagt, du hast hier ein Fahrwasser am Ende des Tages, was riskant werden kann. Und eben Stop-Management, Risikomanagement, ganz wichtig. Und wenn man eben sagt, ja, ich pyramidisiere oder ich hedge einfach ab, ja, das geht schon. Also das sind alles so Sachen, die muss man eben erlernen. Aber da sind wir schon beim Thema.
mit den ersten Erfahrungen vielleicht. Also, ihr habt ja einen Mentor gehabt oder auch Chrissy sagt ja vorhin schon, du hast ja im Demo angefangen oder auch Janina. Also, jeder hat sozusagen ein bisschen virtuell seinen Weg gefunden. Und dann kam wahrscheinlich der Mentor. Und wie waren denn die ersten Erfahrungen mit Echtgeld? Also, ich sag mal, als jetzt meinetwegen 100 Euro oder waren es 1000 Euro Konto, wie auch immer. Wie waren da die ersten Erfahrungen, wenn es dann eben auch hoch oder runter ging? Oder habt ihr gleich relativ solide am Markt agiert mit kontrolliertem Risiko, sodass ihr da schon relativ gut gefahren seid? Oder gab es da eben von den Erfahrungen her, würde ich nochmal das Wort an Chrissy geben, vielleicht vom Demo zum Live irgendwo Unterschiede, beziehungsweise da die Erfahrung eben speziell wichtig, wo du dann einfach sagst, okay, das hast du jetzt mal so live erlebt, am Anfang direkt, wo du sagst, das willst du mal mitgeben. So, und dann Anina und Caro vielleicht genauso. Wir haben ja eben auch viele Einsteiger da, wo einfach auch wissen wollen, wie ist denn das so? Also ich glaube, viele sind vielleicht auch im Demokonto noch unterwegs. Da, wie gesagt, der Hinweis, bei JFD gibt es Demokonten unbegrenzt. Also ihr könnt 5 Jahre lang Demo handeln. Ihr müsst nur einmal im Monat das Ding irgendwie reaktivieren und dann könnt ihr so lange üben, wie ihr wollt. Aber es ist schon ein Unterschied halt, ne? Demo live. Und deswegen die Frage, Chrissy. Wie ist es bei dir gewesen? Also als du das erste Mal so ein Live-Konto oder auch ein Live-Trade abgesetzt hast, wie waren da die Erfahrungen? Ich war sehr, sehr, sehr aufgeregt. Also ich habe, glaube, 2 Stunden davor gesessen und habe mir einfach nur noch mal den Markt angeguckt und alles, was dazugehört. Und ich habe mich erstmal gar nicht getraut. Und dann habe ich gesagt, was soll schon schief gehen? Du hast es ja gelernt. Ja, und dann bin ich mit meinem Trade da rein und habe dann gehandelt und dann war das Plus da und dann war ich glücklich. Und dann war das dann so, mit Angst habe ich dann weitergemacht. Und dann habe ich mir dann aber auch wieder, oder ich habe mir dann selber vertraut. Ja, und jetzt ist es mittlerweile so, ich freue mich, stehe früh auf und denke mir, yay, heute hast du wieder einen tollen Tag, heute machst du wieder guten Gewinn und es ist schön. Also beim Demo ist es so, naja, schön, hast gewonnen, aber ist ja sowieso nicht eins. Und beim Echtgeld ist es, du freust dich. Du weißt, für was du aufstehst. Und das Schöne daran ist ja auch, kein Tag ist wie der andere. Das heißt, du kannst mal mehr haben und du kannst mal weniger haben. Und das ist eigentlich auch das Reizvolle daran oder Besondere. Verlust, also hast du da auch, sag mal, wie gehst du mit Verlusten um, wenn du am Ende des Tages jetzt, sag mal, ich weiß jetzt nicht genau, und das ist etwas, was wir in der Tiefe, und ich sehe gerade auch Fragen, wie lange halten denn die Damen ihre Position im Schnitt? Wie viel Rendite werden dann gemacht? Wie lange dauert es der eurer Meinung nach, profitabel zu werden? Also ich habe wirklich Fragen ohne Ende. Also ich sag mal, muss ich dann wirklich erstmal abspeichern und separieren. Aber da ist es wie, also sag mal, die Medaille hat ja 2 Seiten. Also du hast ja positive, du schaust negative, mal mehr, mal weniger und du weißt nie, was der Tag hergibt. Wir brauchen Volatilitäten. Ne? Am Ende des Tages haben wir dann vielleicht keine Schwankungen, können wir keine Rendite machen. Wie ist das mit einem negativen Tag, Chrissy? Hast du das so dann abgehakt, weil du kontrolliert dein Risiko im Griff hattest oder hast du es dann doch noch mitgenommen? Also, wenn ich wirklich mal Verluste habe, dann bin ich wütend. Dann bin ich sehr wütend. Aber ich lasse es nicht am Traden aus. Das heißt, ich setze mich da nicht ran und ich steige jetzt sofort in den Markt rein, damit ich wieder den Verlust rauskriege. Sondern ich setze mich dann erstmal davor, beruhige mich, trinke vielleicht erstmal meinen Kaffee oder Tee. Und dann analysiere ich erstmal oder gucke, okay, wo könnte jetzt in der nächsten oder in der nächsten Zeit dann hingehen? Und dann kann ich mir wieder Einstiege suchen. Aber wenn man wütend ist und man hat einen Verlust gemacht, dann am besten erstmal die Hände davon lassen. Aber ich war wirklich dann ja, auf jeden Fall wütend, egal was wie tief es ist, also wie viel Minus ich gemacht habe. Ihr kennt ja wahrscheinlich die Männervideos, wo dann der Bildschirm aus dem Fenster fliegt oder die Tastatur sozusagen niedergeht. Also ich meine, da gibt es ja aus den USA die tollsten Videos, jetzt gerade im Social-Media-Zeitalter. Also das ist ja, was ich weiß, hab ich noch nicht von einer Frau gesehen, ja, wie die in so einem Fall reagiert. Ja, rennt die dann in die Küche, nimmt ein Messer oder ich weiß es nicht. Aber de facto, der Monitor ist noch nicht aus dem Fenster geflogen. Also ich habe sowas zumindest nicht gesehen. Aber Janina, wie ist es bei dir so? Die Erfahrung mit dem ersten Trade, ich meine, warst du schon aufgrund des Coaches relativ gut gesettelt dann am Ende? Und hat es eine gewisse Sicherheit im Trading, wo du sagst, okay, ja, Gewinn oder Verlust ist ja am Ende des Tages darfst du eh so einen Trade nicht personalisieren. Ne? Das ist ja schon mal klar. Ist einer von vielen, einer von Tausenden, wenn du es lange machst, Zehntausenden, da ist ein Trade ja nun mal überhaupt unwichtig. Aber gerade am Anfang, wenn du es mitnimmst, hast du natürlich so einen Punkt, wo du sagst, puh, wie war es bei dir? Erfahrung. Also ich habe am Anfang schon auch einfach das Gelernte, was ich dann im Demo alles gemacht habe, habe ich einfach versucht umzusetzen. Ich muss aber auch dazu sagen, wirklich mit kleinen Beträgen, einfach, dass ich das Gefühl bekommen konnte. Aber also dieses Echtgeldgefühl eben, dass es wirklich Geld ist und keine Zahlen nur. Aber trotzdem eben, dass ich jetzt nicht zu viel aufs Spiel setze und mir nicht zum großen Druck mache, ja. Und es ist der Wahnsinn, wenn man
Gewinne macht und es mehr Gewinne werden, mehr Gewinne. Das ist voll super. Was am Anfang für mich schwer war, war wirklich den Aufhörpunkt zu finden. Wann bin ich jetzt zufrieden? So diese Frage einfach. So, reichen mir 2% oder will ich jetzt 5 oder so? Verrennt man sich dann irgendwann? Also sowas fand ich auf jeden Fall schon anfangs recht schwierig. Das habe ich dann aber auch gemanagt bekommen. Aber mir ist auch noch was zu den Verlusten eingefallen. Die Frauen in die Küche und nehmen ein Messer. Also bei meinen Verlusten, das war am Anfang wirklich, da hat mein Mentor mich schon ausgelacht tatsächlich. Also ich konnte erstmal gar nicht mit Verlusten umgehen. So, das war eigentlich eine meiner größten Schwierigkeiten. Also ich hatte ein breites Grinsen auf dem Gesicht, solange ich vor dem PC saß, und dann kam ein Minus und lass es 20 Cent gewesen sein und ich war sauer, ja. Und dann bin ich auch in die Küche gegangen und habe mir ein Messer genommen, aber habe mir dann einfach was zu essen gemacht. Okay, das war nicht abgesprochen mit dem Messer. Ich muss sagen, ich wusste, das war jetzt irgendwie, weiß nicht, so ein blöder Gedanke vielleicht, aber du hast es tatsächlich gesagt. Also Abstand, in der Tat muss man sagen, ein Mann ist natürlich dann Ja, eher so voll. vielleicht, dass er dann direkt nachfeuert, am Bildschirm bleiben und sagen, na jetzt erst recht. Chrissy sagt, ja, Janina sagt, ich gehe erstmal zurück, schmier mir erstmal einen Toast und mach mir einen schönen Tee und höre erstmal die Vögel zwitschern. Das würde ein Mann vielleicht wahrscheinlich gar nicht tun oder habe ich zumindest nie getan in den Phasen. Aber Caro an der Stelle, ich weiß auch, danke Janina, also super Input an der Stelle, Caro, du, also es ist natürlich auch eine Sache, was für ein Ziel hat man mit Trading, kommen wir später noch hin. Aber wie war es bei dir mit den ersten Erfahrungen? Ich meine, warst du relativ schnell profitabel? Hast du dann den Switch von Demo zu Echtgeld relativ schnell vollzogen? Ich will auch gleich einwerfen, wie gesagt, ihr könnt es ja, ich hatte oder wir hatten jetzt unlängst eine Webinarserie mit dem kleinen Konto Großtraden. Ihr könnt es ja wirklich auch live, und das hat der Janina auch gerade gesagt, den 0,1 CFD halten oder den 0,01 Mini-Lot am Forex-Markt und dann bewegt sich das Konto um Cents. Also geht es 2, 3 Cent hoch oder runter. Klar ist das in der Stunden, sag ich mal, Aufwand-Nutzen-Vergleichsrechnung ein Witz am Ende, wenn du irgendwie 20 Cent Gewinn gemacht hast, aber es ist natürlich trotzdem ein Unterschied und schon mal eine andere Wirkungsphase. Aber wie ist denn das da bei dir gewesen im ersten Level, wo du sagst, mit den ersten Erfahrungen? Ich meine, aber ich hört sich relativ simpel an. Also ja, vielleicht hält sich die Frau auch mehr an den Coach, ja, mehr an die Vorgaben. Wie war es bei dir, Caro, mit den ersten Trades? Warst du relativ zügig profitabel oder hast du auch deine Zeit gebraucht? Beziehungsweise Demo, Live, Switch, wie war das bei dir? Also, es war wirklich schlimm. Ein Messer hätte da nicht ausgereicht. Also, Oh. wirklich. Das soll mal Ja, einer wirklich. sagen, Frauen und Emotionalität, das ist schon ein Thema, ne? Das wirkt natürlich interessant Also, zu wissen. Also, ja, man kämpft mit sich selber. Es war wirklich so wie ein Hin und Her und hey, wie bescheuert war das denn? Und es gab Momente, da hast du gab Riesenschwankungen und genau diese Schwankungen muss man irgendwie versuchen zu kontrollieren. Also bei mir war das zum Beispiel das, was mich wirklich gerettet hat, die konstant immer die gleiche Lot-Size zu brauchen, bis ich an einen gewissen Punkt gekommen bin, wo dann das Konto eben größer wurde. Aber am Anfang war das wirklich Horror, also Jurassic Park 2.0. Es war wirklich so, dass ich ja, ich konnte auch, also ich konnte wirklich nicht mit Verlusten umgehen. Ich dachte mir so, warum ist das jetzt rot? Warum ist es nicht blau? Und ich habe ja alles befolgt, alle Regeln befolgt. Ich habe alles gemacht, aber das Problem war nicht nur die Regeln zu befolgen. Das Problem war auch hier oben und das Verknüpfen zwischen Emotionen und dem Denken. Oder du hast deine Regeln und dann sagst du, okay, vielleicht noch ein bisschen rauszögern, vielleicht, okay, habe ich noch ein bisschen Luft und wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich hätte noch nie ein Konto geplättet. Also, das war am Anfang Standardprozedere quasi. Und bis wirklich der Moment gekommen ist, ey, schau, und jetzt ist einfach Schluss mit dem Mist. Ich habe dann wirklich einen Verlust-Trade, hey, ganz okay, kann es geben, weiter geht's. Die Sonne geht heute unter und morgen geht sie wieder auf. Das Wichtigste, was mir auch geholfen hat, war, dass ich mich gefragt habe, hey, wie lange müsstest du in deinem normalen Job arbeiten, damit du diese Summe erarbeitet hättest? Also wenn ich jetzt 8, 9, 12 Stunden am Tag arbeite für, was weiß ich, 300 Schweizer Franken und heute sage ich, okay, ich mache 300 Schweizer Franken am Vormittag,
Das sind so die Relationen, oder? Die anderen, ja, aber 300 Franken, das ist, also ja, Euro ist doch nicht so viel. Und dann denke ich so, okay, also ich weiß ja nicht, wie lange du dafür arbeiten gehst, aber ich war früher sehr lange auf der Arbeit für dieses Geld. Und heute 300 Franken und danach weiß ich ja, ich habe jetzt Zeit für Familie, Kids, Freund, wirklich das, was mir wichtig ist. Und wirklich diesen Sprung zu machen zwischen aufgeregt sein, Revenge Trade, also Rache Trade, das war bei mir am Anfang wirklich schwierig, diesen Sprung zu machen. Aber man sagt sich dann, hey, wie viele Leute haben schon die Möglichkeit, mit Traden ihren Lebensunterhalt zu verdienen? Ja. Das ist ja auch sicher, die freie Zeiteinteilung ist sicherlich auch für die Jüngeren hier im Club oder überhaupt jetzt Corona, ne? Du sitzt zu Hause und ich kann ja auch nur noch mal aufrufen, jeder, der da irgendwo Zeitüberdruss hat, ja, also verschwendet nicht die Zeit von Netflix-Serien oder irgendwas anderes. Es gibt, sage ich mal, Sinnvolles, aber es gibt auch viel Sinnentleerendes, wo ich sage, die Lebenszeit kann man auch wirklich besser verwenden. Und klarerweise kann man sich eben so ein Webinar reinziehen oder eben auch mal ein Stück tiefer in die Materie eintauchen. Aber was ich echt spannend finde, also Emotionen und Frauen ist natürlich eigentlich, ne, also das ist schon auf einem Level, aber das habt ihr, seid ihr direkt alle eingetaucht und habt auch wirklich gesagt, also ihr wart da schon sehr aggressiv, habt ihr dann aber auch den Rechner sozusagen ausgemacht. War das bei dir auch so, Caro? Konto geplättet? Also sehr offen, danke für die Ehrlichkeit. Wie gesagt, mir ist es nicht anders gegangen, ist zwar lange her, aber ist mir auch passiert. Eben auch mit dem Hintergrund der negativen Pyramiden. Das war definitiv bei mir der größte Fall ist, weil ich einfach dachte, ja, ich baue die Position auf und es wird schon drehen. Ne? Also ich werde schon recht haben am Ende des Tages. Aber wie ist es bei dir dann gewesen? Schaltest du dich dann, also machst du den Rechner aus und sagst, okay, jetzt bist du off. Wenn du jetzt Verluste hattest, weil das ist so eine Herausforderung, wo ich jetzt durchgehört habe bei euch, wo ich sage, neben den Verlusten ist der Umgang damit ja sicherlich ein Riesenthema. Und Training ist natürlich psychologisch eine absolute Herausforderung, weil du kriegst es sofort um die Ohren geschmiert. Ne? Du bist verantwortlich, du machst den Trade und entweder hast du einen Stopp oder hast keinen oder liegst richtig oder liegst falsch. Und das ist die Wahrheit, die der Markt sofort offenbart. Und das ist schon eine richtige Herausforderung. Ich glaube, die Emotionen auch, die ihr da sozusagen in euch habt, sind ja die Emotionen oder sag mal die Herausforderung ist das so richtige Wort, mit denen ihr umzugehen lernen musstet, oder? Also was ist da vielleicht nochmal wieder der Backflow zu Chrissy? Du bist noch wirklich jung dabei und sag mal da, klar, mir würde mich freuen, wenn wir euch jetzt hier noch lange begleiten. Also ich meine, Caro, wir haben ja schon hier Gentleman Agreements. Janina auch, Chrissy ist ganz jung dabei mit dem Team von Sascha, wo ich sage, ihr habt natürlich da schon auch den Weg jetzt mit uns gefunden, wo wir euch hoffentlich lange begleiten und auch so ein Stück weit dann vielleicht in 2, 3 Jahren dieses Interview nochmal sehen oder eine Aufzeichnung und dann müsst ihr wahrscheinlich selber alle schmunzeln nochmal, gerade jetzt die jüngeren Damen. Aber wie ist es denn bei dir mit der Weiterentwicklung? Also wenn du sagst, die Herausforderung jetzt beim Training, du bist natürlich noch sehr jung und hast auch sehr junge Erfahrung. Aber was sind denn jetzt für dich die Emotionen in den Griff zu kriegen oder mit dem Live-Gehen? Also was ist da für dich die Herausforderung, wo dich so skillt, sage ich mal am Ende, wo du sagst, puh, das ist noch ein Brett, was ich jetzt überwinden muss oder in der Richtung? Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Das mit dem Live-Gehen, ich bin ja fast von Montag bis Freitag frühs um 8:30 Uhr bei Twitch und Facebook Live, um da die Analysen, die Morgenanalysen zu präsentieren, die wir mit Janina in unserem Bootcamp erstellen. Also sozusagen die Teams. Und ja, am Anfang war es definitiv eine Herausforderung. Es war neu. Ich wusste noch gar nicht, wie ich reden soll. Dann das ganze Fachwissen, was man da ja dann auch erzählen muss. Aber jetzt mittlerweile geht es und ich finde es auch gerade sehr interessant, wie ruhig ich gerade hier sitzen kann, obwohl ich weiß, oh Gott, so viele Zuschauer. Also es wird und ich werde da auch vielleicht dann auch flüssiger oder dann auch nicht mehr so steif dann reden. Das kommt dann mit der Zeit. Weil wie gesagt, 2 Monate und vorher habe ich überhaupt nicht vor einer großen Runde gesprochen oder zumindest haben mir viele zugeguckt oder zugehört und ja, also das Wort und das mit dem Trading, mit den Emotionen. Ich muss sagen, wenn man sich dran hält und wenn es auch mal Minus-Trades sind, ja, dann entweder wegsetzen vom Rechner, Tee trinken, Kaffee, keine Ahnung, aber erstmal die Hände davon lassen und dann sich runterfahren und dann wieder dran setzen. Das ist erstmal das, was ich machen würde. Und wie es dann weiter aussieht, das kann ich noch nicht sagen. Das bleibt noch so ein bisschen offen. Das werden wir verfolgen. Ich meine, wie gesagt, mit Caro setzt ja jetzt so das Dreiergestirn. Also am Ende werden wir das sicherlich weiter verfolgen. In jedem Falle spannend. Also
Die Herausforderung da am Ende des Tages ist natürlich sicherlich das Thema. Auf der anderen Seite hast du einen Freiheitsgewinn. Du hast natürlich auch einen Tagesablauf, den du hier durchspielst, ne? Also hast du ja gesagt, ihr macht es in eurem Bootcamp oder auch Caro hat ja sozusagen eine Telegram-Gruppe, wo du ja sozusagen auch Signale rausgibst. Die schneidest du nicht aus dem Finger. Das muss ja alles, sagen wir mal, analysiert werden und du hast dann natürlich deinen Skillplan, wo du sagst, wie es so schön sagt, plane deinen Trade und trade deinen Plan. Da hat jeder von euch seine Ansätze vom Coach oder auch weiterentwickelt und das ist natürlich was, was ganz wichtig ist. Und da, sag mal, Chrissy lernt da jetzt sozusagen Step für Step einzutauchen in den Markt und die Herausforderung mit eben dem Trading, den Fachskills. Und jetzt kommt der Kämmerer noch daher und sagt: Komm, wir machen mal hier so ein Live-Interview. Ich muss wirklich sagen, auch Respekt. Also, ich weiß nicht, ob ich das mit 19 oder 20 schon gemacht hätte, aber das ist vielleicht auch eine Stärke, die nicht zu unterschätzen ist und die auch im Trading euch hilft, dass man einfach sagt: Ich tue es jetzt einfach. Ja, was soll denn passieren? Ich meine, das ist auch, wie gesagt, Hut ab an der Stelle, dass ihr A, die Zeit habt, B, jetzt einfach mitmacht. Und wir haben ja nichts groß trainiert oder sind zu irgendwelchen Rhetorikschulungen gegangen, um jetzt hier möglichst gut auszusehen, sondern wir hauen das jetzt einfach mal raus und das soll auch natürlich bleiben. Und spannend, also wie gesagt, Respekt, deswegen, Chrissy, wir werden dich verfolgen. Und du sagst immer Janina, so kann ich es mir merken. Ne? Ich sage immer Janina, aber Janina ist ja noch viel cooler. Also in dem Sinne, Janina, wie ist denn das da bei dir mit der Herausforderung, wo du sagst, Emotionen haben wir jetzt als Thema gehabt, Umgang mit Verlusten auf jeden Fall. Aber was ist dann noch so vielleicht noch obendrein eine Herausforderung, wo du sagst, gerade am Anfang ist Thema für dich, warum ist vielleicht die Frau auch besser mit dem Umgang der Herausforderung, die wir jetzt noch nicht hatten? Hast du da noch was? Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ja, also ich weiß nicht, mein Mentor, der hat mir, also der Sascha, der hat mir von Anfang an mitgegeben, du musst mit deinen Gewinnen wachsen, diesen Satz. Und das ist an sich schon eine Herausforderung, wenn man sich mal die Bedeutung des Satzes vor Augen hält, weil, naja, man hat halt nicht immer die 1000 Dollar auf dem Konto, sondern es sind halt dann irgendwann mal zwei oder drei und so weiter. Und auch damit muss man natürlich lernen, umzugehen, weil es ist dann ich sage es mal, die Punkte, die hin und her springen, sind dann halt auch irgendwann ein bisschen mehr Geld. Und gerade das, was man, die Zahlen, die man dann auf dem Bildschirm sieht, man sollte halt nicht die Relation dann auch zu dem richtigen Geld verlieren, sage ich jetzt mal damit. Ja. Aber Das auch, ist wenn du jetzt das Thema Herausforderungen nochmal angesprochen hast, muss ich auch sagen, das Umfeld ist eigentlich auch eine Herausforderung. Also hat es gar nichts speziell mit dem Traden an sich zu tun, also mit dem Arbeiten quasi, aber so das Umfeld. Also wenn ich jetzt meiner Familie oder meinen Freunden erzähle, ja, ich handle jetzt an der Börse, da ist ja schon erstmal immer ein bisschen nicht so eine große Begeisterung. Gerade dann von, ich sage jetzt mal, Verwandten, nahestehenden Verwandten, die sich dann vielleicht auch eher Sorgen machen und so. Das geht dann auch ein bisschen aufs Mindset, muss ich sagen. Und gerade das Mindset ist halt wahrscheinlich die größte Herausforderung. Ich glaube, Caro hat gesagt vorher mal, man kämpft eigentlich nur mit sich selber. Und das ist eben genau die Sache. Also man hat, jeder hat seine Schwächen und die kommen beim Traden auch super gut raus. Also die kann man auf der Chart erkennen quasi. Das ist ja auch, Trading ist ja, sag mal, der ehrlichste Beruf der Welt. Also du kriegst sofort vorgehalten, wenn du Fehler machst, ja, der Markt bestraft, da gibt es nicht irgendwie, ich sitze das mal aus oder gehe jetzt mal. Also das ist wirklich der ehrlichste, aber auch ein sehr harter Beruf in jedem Falle. Und natürlich ist es am Ende so, dass du ja mit dem Umgang dessen, weil es natürlich auch eine psychologische Sache ist, das ist vielleicht für viele auch eine Angst am Ende des Tages, sich dem Markt sozusagen hinzugeben. Und weil du das, die Relation mit den Geldern hast, wie bei JFD immer ja auch die Vermögensverwaltung. Und wenn du dann eben statt 0,1 Lot dann irgendwann mal 10 Lot oder auch mal eine 50 Lot Order hast, da bist du im Millionenbereich unterwegs, also rein von der Order Size. Und da bewegt sich so ein Pip, der sich normalerweise da entweder Cents oder weniger Euros bewegt, dann mal schnell hunderte Euros. Und das ist auch eine emotionale Geschichte, wo wirklich viele auch, muss ich ehrlich sagen, auch relativ tighte Trader, ja, dann sagen wir mal unter uns gesagt, eine feuchte Hose hatten. Ja, das war es dann einfach durch, weil es einfach plötzlich ein Auto war, was da verloren gegangen ist und zwar innerhalb von wenigen Minuten. Und das ist emotional natürlich was, was man einerseits auch vielleicht nicht vergessen sollte, aber man darf auch nicht so materialisieren. Ne? Wenn man das sozusagen dann verbindet, ist es auch sehr gefährlich, weil du dann immer sagst, meine, jetzt habe ich eine Waschmaschine verloren oder ich habe jetzt einen, irgendwas anderes gewonnen, keine Ahnung. Waschmaschine, blöder Begriff, ne? Ich hätte jetzt auch was anderes sagen können. Aber es ist eben was, wo man einfach sagt, das muss man, da muss man auch aufpassen. Aber die Psychologie ist natürlich eine Riesenherausforderung. Aber hast du ja auch gerade den Ball zu Caro gespielt an der Stelle. Ich weiß auch, Caro, du hast von dem Umfeld gesprochen. Es war bei mir nicht anders, also vor vielen Jahren, das ist teilweise heute noch so. Im direkten Umkreis hat sich alles verbessert in der Richtung, aber es war vor 15, 20 Jahren wirklich so anders.
Riesenangst vor Börse, hat man die Dotcom-Blase, ja, alles geht den Bach runter oder es ist halt alles viel zu spekulativ. Und du hast ja auch gesagt, Caro, das Umfeld ist schon was, was dich immer wieder beeinflusst und Mindset ist natürlich da, braucht man sich nichts vormachen, wie du in den Tag beginnst, wie du in ihn reinlebst, ja, das fällt ja mehr oder weniger dann auch so rechts und links ein. Das heißt jetzt nicht, dass wenn du jetzt dich hinsetzt und meditierst und sagst, du machst heute Gewinne, dass du auch 100% Gewinne machst, aber dass du damit zumindest umzugehen lernst, dass der Markt dir eben den Weg weist und wenn du Verluste machst, ja gut, dann hast du eine Lektion, ne? Da musst du draus lernen am Ende des Tages. Aber mit dem Umfeld, Caro, wie hast du das vielleicht in den Griff gekriegt, wenn du sagst, na, es war bestimmt für dich eine Herausforderung, war ja auch so, ne? Du hast ja gesagt, ja, jetzt willst du davon leben, vom Traden, vom Handeln. Weiß nicht, da haben sie gesagt, ja, okay, jetzt hast du mal hier 20.000 Schweizer Franken, ne? Ich unterstütze dich, mach mal was. Ne? Ne, sowas bestimmt nicht. Ja, schön wäre es gewesen. Nein, es war wirklich so. Also ich war ja Mutter, also ich bin Mutter von Zwillingen, von zwei Buben und mir wird zu 100% nie langweilig. Also es ist in Stein gemeißelt. Und das war dann so, dass meine Eltern, die supporten mich immer zu 100%. Also wirklich, auch wenn manchmal so ein bisschen knatscht da ist, ich weiß, dass sie mich supporten, mein Freund supportet mich. Es ist einfach halt so, dass das Umfeld immer, der Mensch, der hasst Veränderungen und der hasst Sachen, die er nicht einordnen kann. Ist es gefährlich? Will ich die Flucht ergreifen? Was weiß ich, so ein Urinstinkt. Aber am Schluss war es einfach so, dass ich für mich gesagt habe, hey, was will ich? Was will ich? Ich kann niemanden glücklich machen, wenn ich selber nicht bin. Ich möchte meinen Kids eine gute Zukunft ermöglichen. Nicht, weil ich ihnen eine Rolli kaufen möchte oder was auch immer, sondern ich möchte ihnen Möglichkeiten geben, sei es zu reisen, ein Hobby zu verfolgen, irgendetwas. Und ich bin mir dieses, also ich hatte ein doppeltes Risiko, oder? Ich meine, wenn das Traden voll in die Hose gegangen wäre, hätte ich Geld verloren. Ich hätte im schlimmsten Fall irgendwie meine Eltern um Geld fragen müssen, für dass ich meine Kinder ernähren kann. Und diesem Risiko war ich mir bewusst und ich bin es mir immer noch. Also wirklich, wenn ich trade, dann weiß ich, hey, ich mache das nicht nur für mich, ich mache das für meine Familie und das ist das, was mich anspornt. Ob jetzt der Nachbar sagt, ja, du spinnst doch, dann sage ich, okay, dann werden wir schon zwei, oder? Aber am Schluss ist es dann einfach so, dass ich wirklich jeden Tag mir sage, warum mache ich das? Ich mache es für meine Freiheit und ich mache es für meine Kinder. Und das spornt mich an und dann kann ich relativ gut das, was links und rechts an Negativität auf mich einprallt, abschotten. Ja, ich kann mich, ja. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, weil wenn man dann tradet und im Hinterkopf hat man dann, ja, aber der Frank hat ja gesagt, dann denke ich so, kann ja nicht gut kommen, oder? Das muss wirklich straight, da muss man seine Linie durchziehen, ja. Absolut, absolut. Also wirklich ehrliche Formulierung. Also es ist super. Und das ist natürlich das, da hast du ja ein gutes Umfeld sozusagen geschaffen. Aber das findest du natürlich auch teilweise. Ich denke, du hast ja deine Telegram-Gruppe zum einen. Und weil ich die Frage auch sehe, also komm dann gleich mal, geh mal kurz mal in die Praxis ein bisschen, wie viele Trades ihr hier und da macht. Aber ich kann nur sagen, mit der Caro werden wir auf jeden Fall auch nochmal über ihr Blackbox sozusagen Trading eine Webinar-Session machen. Zumindest das mal mein Plan. Und wir werden dann auch gerne, wenn wir die Aufzeichnung versenden, dann direkt mal Links reinsetzen, wo es zur Caro geht, wo ihr dann mal ein Stück weit mehr noch über ihre Skills lernen könnt, beziehungsweise Janina und Chrissy, wo jetzt eben der Sascha ist, weil die Frage kam, wer ist denn der Mentor? Kann ich nur sagen, wir haben ja in den letzten Jahren bei JFD viele Coaches, viele, die noch da sind, manche sind gekommen, manche sind gegangen, aus unterschiedlichsten Gründen. Das heißt, man muss ja auch immer den finden, wo einem taugt, ne? Und auch von der Strategie her. Ja? Ich meine, es gibt Leute, die handeln eben nur DAX. Manche handeln das Währungsuniversum, der nächste handelt wieder nur Aktien. Das ist ja auch was, was sehr, sehr persönlich ist, wo du sagst, du musst natürlich eigene Ziele auch formulieren, ne? Und wie du auch sagst, Caro, du hast jetzt für dich eine intrinsische Motivation, wie man so sagt. Du weißt, wofür du es tust, warum und du hast auch deinen Faktor gefunden. Aber jetzt vielleicht mal ein Stück weit in die Praxis und da kann ich euch sagen, liebe Teilnehmer, wir haben neben dem, dass wir ungefähr noch 100 Fragen haben, so rein, was ich jetzt im Chat habe und neben meinen Fragen, würde ich mich auf jeden Fall freuen, dass wir hier und da natürlich dann in Zukunft auch praxisbezogen sind. Und da jetzt mal eine Frage in der Richtung, vielleicht jetzt mal Retour. Fangen wir bei dir direkt an, Caro. Wie viele Trades am Tag? Kannst du das so pauschal sagen, wie viele Trades du am Tag machst, also von der Anzahl her? Ja, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, was ich sehe, oder? Ich werde manchmal auch angesprochen, ja, Caro, warum hast du kein Signal gesendet? Und dann muss ich, was soll ich senden, wenn da nichts zu senden ist, oder? Es ist dann immer sehr schwierig,
Das war auch eins meiner Probleme, dieses Übertraden. Ich muss immer traden, jetzt muss immer irgendetwas laufen. Warum? Warum muss immer irgendetwas auf dem Handy rumflitzen? Warum? Also, verstehe ich nicht. Das habe ich selber wirklich nicht lange verstanden. Aber ich kann jetzt etwa sagen, je nachdem, durchschnittlich würde ich jetzt 5, 7 Trades. Heute waren es zum Beispiel 2. Also, es kommt immer so wirklich drauf an. Oder die NFPs. Freitag, ja, lass besser die Finger davon. Und ich habe ja immer das Gefühl gehabt, ich muss auf allen Hochzeiten tanzen. Oder? Da muss ich etwas machen, dort muss ich etwas. Crazy, oder? Und darum habe ich mich am Schluss auch auf Gold fokussiert. Und dazu muss ich sagen, Gold war ja wirklich, ey, ich habe mich wirklich gekillt. Also am Anfang mit dem Messer fix. Oi. Und es war überhaupt nicht lustig. Und dann habe ich mir gesagt, okay. Lieber 3 bis 5 saubere Trades, Verluste, damit muss man rechnen, ganz okay, aber damit kann ich leben. Das kann ich auch managen. Man kann doch nicht 50 Trades irgendwie, also ich kann es nicht. Und dann noch auf dem Handy. Never. Ja. Also ich würde Das, sagen das 5 bis 7, ja. okay, aber das mit dem Handy ist ja auch, ich meine, heute in den Zeiten, ich meine, viele in Asien, man glaubt es kaum, die zocken wirklich relativ viel übers Handy. Aber wir wissen auch, der professionelle Händler braucht schon sein Desk, braucht seine Analyse, ja, braucht einfach ein bisschen mehr. Also Überwachung am Handy, ich hätte es früher mir gewünscht. Heutzutage geht es super, ne? Aber um so einen Trade zu erarbeiten und abzuleiten, also das geht am Handy dann doch schon eher schwer. Es sei denn, du hast einen Signaldienst oder irgendwelche anderen Tools und Gimmicks, ja, aber das ist auch die Frage, willst du nur blind nachhandeln oder nicht, ne? Das ist immer die Frage. Aber ich sag mal, Caro, schön, dass du auch Gold handelst. Ich sag mal, ist ja auch eine Passion von mir. Also neben dem, dass ich es physisch mag, ist auch Gold als Anlagevehikel, physisches Anlagevehikel, sehr interessant. Aber unter Trading-Gesichtspunkt natürlich auch, weil du hast eben auch eine schöne Wolla beim Gold, immer mal wieder. Weniger Tage, mal mehr. Aber ich sag mal, spannend. Und da ist aber, soweit ich weiß, Janina, Chrissy, ihr seid mehr indexorientiert. Liegt das am Coach oder liegt das an eurem Interesse? Janina vielleicht an der Stelle. Ja, liegt unter anderem schon am Coach. Also mein Mentor, der mag Gold zum Beispiel jetzt gar nicht. Da habe ich auch relativ wenig mit Spannend. gearbeitet. Ich sage mal, da gibt es natürlich auch noch die Forex-Spalte, die gefällt mir nicht so sehr. Das sind so, das geht mir alles ein bisschen zu langsam, sage ich jetzt mal. Ich bin ja auch noch jung, ein bisschen aufgeweckt. Aber ja, ich bin schon auch so ein Index-Mensch dann eher. Also die Chrissy weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Ich denke schon auch, aber ich persönlich bin DAX, Nasdaq, das sind eigentlich meine Favorites. Kommt natürlich dann auch auf die Marktphase an. Manchmal bietet sich dann halt eben auch eher was anderes an. Ich denke, das kennt auch jeder. Aber ja, grundsätzlich Hauptsache Indizes. Spannend. Hauptsache Indizes. Chrissy, jetzt musst du einen raushauen. Wie ist denn das bei dir? Bist du da auch beeinflusst durch Sascha, der ja hier sozusagen das Trading for You da mit ins Leben ruft und analysiert? Oder ist es auch so, dass du eben Fokus Indizes hast oder gehst du auch nach rechts mal auf Gold oder links ein Währungspaar? Nein, also ich hatte ja vorher, wo ich mein Demokonto hatte, wo ich noch gar nicht Trading for You oder wo ich da reingekommen bin, hatte ich ja Kryptowährung gehandelt, weil ich dachte, okay, das ist toll. Aber Kryptowährung wurde mir ja gesagt, das ist nicht so einfach. Und ja, dann wurden mir die Indizes vorgestellt und da habe ich mich total in den Dow Jones verliebt und auch in den Nasdaq. Und ja, seitdem handle ich da drin und fühle mich einfach nur wohl. Das ist eigentlich sehr spannend, was ich immer so sage. Also, ich bin immer so ein Fan von Diversifikation. Ich suche mir immer den Tisch oder den Markt aus, der mir am besten gefällt, was auch ein Riesenvorteil beim Handel sein kann. Aber wie ich euch höre, ihr habt euch also sowohl Gold, dann haben wir wieder Dow, dann haben wir DAX. Also, es sind ja wirklich schon sehr, ja mal, sehr, sehr gezielte Kernmärkte, auf die ihr euch fokussiert habt, was auch Sinn macht, wenn man es eben intraday trendet. Wo ich jetzt an dem Punkt bin, die Frage hier, übrigens, jetzt haben wir direkt Christina schoss gerade eben rein vor, es geht für mich auch zu langsam. Ich handle nur Dow und DAX im 1-Minuten-Chart. Also krass, gekauft, das Ja. ist tatsächlich so. Also Forex, du musst halt sehen. Also ich bin jetzt eher auf den höheren Timeframes unterwegs. Intraday macht das Pfund aber durchaus Spaß. Also das Pfund ist da schon sehr, sehr, sehr tight. Und ich sage mal, Gold ist für mich auch so eine Art Währung. Haben wir ja auch bei uns bei JFD als Währungspaar drin. Aber welche Timeframes handelt ihr da? Das ist jetzt nochmal so eine Frage. Und dann haben wir jetzt tatsächlich die erste Stunde rum. Meine Damen, ihr wisst, ich glaube, wir haben noch ein Bruchteil der Fragen eigentlich geklärt und ich muss das immer hier sondieren, was da reingekommen ist. Ich würde mich da auf jeden Fall freuen, wenn wir da weitermachen alsbald. Aber die Frage, die ich jetzt eben noch so hätte, ein Stück weit, welches Timeframe ist denn hier sozusagen noch von Interesse?
Caro, vielleicht bei dir, was handelst du? Also hast du ein fixes Timeframe, gerade Intraday, wenn du sagst 5 bis 7 Trades oder 3 auch mal? Wie ist das? Ja, also grundsätzlich schaue ich mir den Trend an und dann breche ich bis zu 15 Minuten und 5 Minuten runter, um den idealen oder den guten Einstieg zu finden. Also dann sehe ich so einigermaßen, in welche Richtung das Ganze geht, vielleicht noch den H4, also den 4H, 30 Minuten, und dann wird das ja immer wie, ja, wie soll ich sagen, wenn du so einen Haufen hast, dann wühlst du dich durch und, ah, okay, hier ist die Nadel im Heuhaufen quasi, und da steige ich ein. Weil ich dort, früher habe ich hatte mehr Indikatoren auf dem Schirm, als ich überhaupt Kerzen hatte. Also das war ja da wirklich krass. Und da dachte ich mir, nein, aufhören. Und jetzt benutze ich vielleicht, wenn es hochkommt, drei Indikatoren. Also das meiste ist wirklich bei mir Price Action. Und bei Gold, finde ich, geht meine Strategie wirklich, ja, gut auf, ziemlich gut auf. Und da muss ich nicht, ja, x tausend Sachen einzeichnen, sondern wirklich die M15, M5, das läuft eigentlich wirklich sehr gut. Also da, Okay. ja. Das also da, wie gesagt, liebe Leute, und da freuen wir uns alle mal drauf, wenn wir euch dann mal live über die Schulter schauen können. Das sind ja unsere Live-Events. Wir haben ja unseren Trading-Room, wo ich euch dann auch alsbald mal einlade, weil unsere Herren der Stunde, der Andreas und der Markus, die scharen schon die Hufe und haben gesagt, wir wollen da auch mal ein bisschen Lady Spirit haben. Kann ja nicht sein, dass der Chris hier da abends da sich da mit den Damen hier einen ums Haus wirft. Nein, Spaß beiseite, das werden wir auf jeden Fall mal machen, dass er da mal ein bisschen Einblicke liefert. Und da kann ich euch nur sagen, das werden wir auch verfolgen. Und gerade, wie gehst du denn vor? Wie findest du denn die Nadel im Heuhaufen? Ist sicherlich ein Riesenthema. Und natürlich, das Kurzfrist-Trading will auch gekonnt sein. Aber ist es bei dir auch so, Janina? Weiß nicht, 5 Minuten-Chart-Thema? Gehst du auch vom Multi-Time-Frame sozusagen von oben nach unten durch? Oder hast du nur fix den 15-Minuten-Chart auf? Wie ist es bei dir? Ja, ich gehe schon, also ich gehe von oben nach unten durch, wie du sagst. Also ich schaue mir den Stundenchart an und verorte mich da und dann noch in 5 Minuten, 15 Minuten, da hole ich mir auch noch meine Eindrücke. Aber in Aktion gehe ich dann eigentlich wirklich nur im Minutenchart, habe noch meine Tickchart offen. Also ich bin schon da ein bisschen kleiner versiert. Unterwegs. Wow. Das mit der Überladung der Charts, Caro, wollte ich noch sagen. Und gerade wenn du auch in den kleinen Timeframes bist, also das macht wahrscheinlich jeder Einsteiger durch. Du hast irgendwie so viele Indikatoren und da oben ist irgendwo der Price-Chart, ne? Und unten hast du so die 10 Signale oder die 10 Dinge, die dir sagen, wo der Kurs als nächstes hinlaufen wird, was natürlich völliger Humbug ist. Aber man kann sie als Timing-Instrumente oder Divergenzen mag ich zum Beispiel sehr, sehr gut nutzen. Aber natürlich ist die Price-Action das, was zählt. Ist es bei dir auch so, Janine, dass du sagst, du hast dann den Preis als Chart oder hast du noch irgendwelche ergänzenden Tools? Nö, ich habe eigentlich kaum Indikatoren. Also manchmal hole ich mir noch das Volumen mit dazu, aber mir die Kerzen sagen alles eigentlich. Das ist meine Aussage. Also Respekt, das musst du erstmal so raushauen. Caro nickt auch. Chrissy, wie gesagt, du bist ja noch, sag ich mal, im Windschatten sozusagen des Lehrens. Hast du jemals eine Passion für Indikatoren oder bist du auch eben aufgrund dessen, dass du dich sozusagen auch hast ja an die Hand nehmen lassen und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, die Janina hat schon ein Stück weit auch Chrissy mit beeinflusst an der Stelle, ne? Richtig. Okay. Ja, da sind es auch die Kerzen, weil wenn ich da Indikatoren drin habe, dann ist mir das zu viel und dann verliere ich da auch ganz schnell den Überblick. Und bei den Kerzen ist es ja auch ganz wichtig, auf die Dochte mitzuachten. Und die können dann auch, wenn zu viele Indikatoren drin sind, können die dann auch untergehen. Und das wäre dann nicht so schön. Ja, und Wow. handeln 5, also 5 Minuten Chart. Also, es ist wirklich schon sehr, sehr tight. Also, insofern, wenn wir wirklich mal eine Live-Action machen, also ich weiß nur mit dem Andreas Bernstein, das ist sozusagen unser Scalper aus dem Haus, ne? Der ist auch 5 Minuten Chart, 1 Minuten Chart unterwegs und das ist schon sehr aggressiv. Das ist schon die hohe Kunst. Da musst du schon, ich sag mal, Skillfaktor haben und Chrissy lernt sozusagen gleich laufen im vollen Gefecht. Und das muss man auch erstmal wirklich dann gemanagt kriegen. Also Respekt an der Sache. Also das ist natürlich was, wo man reinwachsen muss. Aber jetzt sind wir echt schon über eine Stunde durch. Meine Damen, wie ist es bei euch? Also im Prinzip, wenn wir jetzt theoretisch in einem Café wären, das wäre natürlich after Corona mal so ein Thema, ja, dass wir uns hier in ein Rondell setzen, da schön der eine seinen Tee, der nächste seinen Kaffee, Latte trinkt oder was auch immer. Und dann mal, lassen wir uns da filmen und sagen wir mal, berauschen das Thema mal so über eine längere Zeit. Aber wir sind jetzt tatsächlich schon über eine Stunde am Start. War es jetzt schnelllebig, kurzlebig oder wie habt ihr euch jetzt empfunden? Weil ich will jetzt gar nicht über den Durst weitergehen, aber ich will nur sagen, wie habt ihr euch erlebt jetzt gerade da heute so? Vielleicht Chrissy? Ich würde sagen, erstmal Entschuldigung wegen der kurzen Unterbrechung.
Ja, also von mir aus kann man gern weitermachen. Wir haben ja auch noch ganz, ganz viele Fragen offen von den ganzen vielen Zuschauern. Und ja, das wäre auf jeden Fall auch wichtig, dass wir damit drauf eingehen. Ich weiß nicht, Janina oder Caro, wie seht ihr das? Ich schließe mich an. Es ist wie im Flug vergangen, wenn wir 5 Minuten sprechen. Wow, also wie gesagt, ihr habt es auch gut mitgemacht. Wie gesagt, wir haben jetzt gar nichts groß einstudiert. Scroll gerade die Fragen durch. Das ist wirklich viel, aber das ist wirklich ein mega Ansporn. Brigitte muss sich leider verabschieden. Das ist eben genau das. Brigitte oder Christina hat jetzt geschrieben, dann die Yvonne vorhin, Gabriella. Also wir haben wirklich viele Frauen und eigenartigerweise, muss ich sagen, haben auch zu Großteilen, wobei Hans-Jürgen, Fabian haben ja auch noch reingeschossen, aber es sind eigentlich viele Frauenfragen, die hier mitmachen. Ja, das ist auch, ja, vielleicht liegt es daran, dass ihr eben heute am Start seid. Aber grundsätzlich ist es natürlich ganz wichtig, sich da reinzufuchsen. Ich würde jetzt mal nochmal zwei Fragen oder ein, zwei Fragen rausnehmen und dann haben wir es im Prinzip für heute. Und dann würde ich das natürlich sehr zeitnah, auch wenn es den Zuschauern natürlich gefallen hat, dass wir das natürlich zeitnah auf jeden Fall fortsetzen. Auch mal gern in ein Single-Interview, ne, wo dann jeder mal sozusagen selber eine halbe Stunde bekommt. Jetzt, das war ein Auftakt zum Frauentag und das ist ja euer Ehrentag, meine Damen und Herren. Ich meine, die jungen Damen sozusagen, ob jung oder alt, das ist ja überhaupt nicht wichtig, aber ihr seid ja eh alle noch jung. Aber im Grunde genommen ist es so, dass man natürlich den Tag jetzt da auch für euch noch zelebrieren muss. Und ich weiß, dass die Herren der Stunde schon nebenan eben auch mit dem gedeckten Tisch dastehen, ja, und mit dem Blumenstrauß. Ihr wisst noch von nichts, aber es wird um die Ecke kommen. Am Ende des Tages ist es aber so, dass wir natürlich hier gern noch die Fragen aufnehmen. Ich werde es durcharbeiten. Aber hier zum Beispiel etwas, wo man sagt, auch direkt von der Anne zum Beispiel. Erzählt mal ein bisschen was von eurem Trading-Alltag. Seid ihr Daytraderin? Das sind eben Fragen, die haben wir jetzt so ein Stück weit immer schon wieder mit beantwortet. Am Ende ist es nämlich so, dass es auch wichtig ist, und das ist eine Frage, die nehmen wir jetzt einfach mal auf, sozusagen zum Abschluss. Wie fängt man denn an zu traden, vor allen Dingen, wenn man keine Vorerfahrung hat und nur wenig Zeit? Vielleicht mal, also wenn es zu viel, also wie fängt man an eigentlich? Das habt ihr schon mehr oder weniger auch ein Stück weit beschrieben von euren persönlichen Sachen. Und wenn man keine Vorerfahrung hat, okay, und noch wenig Zeit. Also das sind ja so drei Punkte, die man vielleicht jetzt nicht in drei Sätzen nur beantworten kann, aber Caro an der Stelle, was würdest du der Dame, das war in dem Fall die Anne, mal als Tipp mitgeben? Ja, also ich würde grundsätzlich, ja, wenig Zeit, sagen wir 1 Stunde, 2 Stunden pro Tag, wenn überhaupt, dann würde ich mir wirklich vielleicht am Vortag aufschreiben, was will ich am nächsten Tag in dieser 1 Stunde alles rausfinden. Wo kann ich mich zum Beispiel an einen seriösen eben Broker, so wie jetzt JFD, melden, oder wo kann ich einen seriösen Mentor auftreiben? Das muss alles im Vorfeld geklärt werden, bevor dass man überhaupt traden sollte, oder? Weil sonst geht man einfach ja, blind irgendwo rein und das wäre dann wirklich fatal, oder? Es ist am besten, dass man sich einen, wie soll ich sagen, neben einen Plan aufschreibt, okay, zuerst muss ich das und das und das. Und dass man, ich sage immer wieder, Google und YouTube, wenn man dort die richtigen Infos filtert, werden deine besten Freunde sein. Und wenig Zeit, es ist wirklich sehr kostbar, dass man dort das rauspickt, was man zuerst machen sollte. Broker, was heißt das, ein Broker? Kannst du googeln, was heißt Broker? Daytrader, was bin ich? Ich habe wenig Zeit, dann würde ich dir sicher empfehlen, Swing Trades zu machen. Zum Beispiel etwas, das mehrere Tage offen bleibt. Also sicher nicht irgendwie ein Scalp, wo du pro Sekunde 50 Mal drauf schauen musst, sondern wirklich sagen kannst, hey, ich kann den Trade am Montag setzen. Und schau vielleicht alle paar Stunden, wenn überhaupt mal drauf. Das ist dann wichtig, oder? Dass man sich das einteilt und immer wieder sich sagt, hey, was will ich? Klare Zielsetzung. Okay, super. Also perfekt. Also in der Stelle kam jetzt die Frage auch gerade nochmal rein. Wie gesagt, wir werden hier gern auch den einen oder anderen Teilnehmer an der Stelle noch abgeholt wissen, wenn wir dann auch sharen, wo ihr jetzt da euer Laufen gelernt habt, beziehungsweise Caro da auch ja selber das anbietet, genau wie jetzt wie der Mentor von Janina und Chrissy. Da übrigens der Hinweis, morgen haben wir da eben noch einen Workshop mit dem lieben Sascha, da könnt ihr gerne über die Schulter schauen. Da geht es dann sozusagen morgen früh 11 Uhr direkt los. Natürlich auch wieder eine Zeitsache, aber im Endeffekt gibt es das alles aufgezeichnet und da kann man dann am Ende des Tages auch sozusagen mal schauen, wie er das gemacht hat und
ob es einem liegt, ob die Zeitzone einem passt, das ist natürlich immer sehr individuell. Aber gleich mal zurück nochmal die Frage, ohne dass wir wieder uns zu sehr verheddern. Janine, wie ist es bei dir? Wenn das mal die Rahmendaten sind, ich weiß es gar nicht vom Anfang her, auch Chrissy hat sie so Quereinsteiger dann, aber hat sie von Anfang an Zeit gehabt oder eben dann, was sind die Faktoren, wenn es jetzt eben doch ein bisschen dünner ist, ja, also wenig Zeit, wie fängt man an, wie kann man einsteigen, was hast denn du da für Tipps, Janine? Ja, also Punkt A ist erstmal anfangen mit Demokonto. Egal wie und was und wo, Hauptsache man fängt erstmal nicht mit seinem echten Geld an. Allein die ganzen Klicks, die man da machen kann, sage ich mal, da kann so viel schief gehen. Aber wie die Caro auch schon gesagt hat, so eine wirklich Step by Step, wirklich sich mal ein bisschen zusammennehmen, alles, was man wirklich tun sollte und erreichen möchte und herausfinden möchte, sollte man sich aufschreiben und ja, so kann man das eben Tag für Tag abarbeiten. Man muss ja nicht alles an einem Tag machen. Man kann sich in einer Stunde dann drei Ziele oder so abarbeitet und ja, so hat man dann quasi schon mal ein Tagesziel geschafft oder so. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Klar, geht es halt dann nicht ganz so schnell und nicht so zügig und dann ist es halt auch nicht nur oder dauert es nicht nur vielleicht nicht nur 3 Wochen, bis du da ungefähr einen Durchblick hast, sondern vielleicht auch mal 3 Monate, bis du den groben Durchblick hast. Und dann für das Fortgeschrittene dauert es natürlich dann auch noch ein bisschen länger. Aber ja, eigentlich der Hauptfakt ist, oder einer der Haupt, Faktoren, die man beachten muss, ist einfach die Disziplin. Und wenn man die hat, dann ist man eigentlich schon auf der sicheren Seite. Ob man dann sich jeden Tag 1 Stunde hinsetzt oder 4 Stunden, ist dann egal, Hauptsache man macht was und man hat die Disziplin und man ja, bleibt einfach dran, hat den Mut, und vor allem auch das Vertrauen in sich selbst. Ja, das ist Mindset, das Thema. Das werden wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen beleuchten, dann hinten raus noch weiter. Aber wie gesagt, mit Vorerfahrung, wenig Zeit ist genau das Thema. Wie viel Zeit hast du? Und wenn du weniger Zeit hast, brauchst du mehr, um zu lernen. Ja, ich meine, wie gesagt, Rom wurde ja auch nicht am Wochenende gebaut oder Training, wie gesagt, das wirst du auch nicht an einem Wochenendseminar lernen. Ohnehin ist es eben nochmal eine andere Disziplin, als jetzt erstmal den Aktienmarkt nur verstehen oder Dividendensparer zu sein. Ja, da ist Training natürlich schon viel mehr technisch. Ja, ihr habt ja immer davon gesprochen, oder gesprochen, mit welchem Chart arbeitet ihr? Ja, was ist Timeframe? Also welche Zeitebene handelt ihr? Das ist natürlich schon on the point. Price Action habt ihr erwähnt. Das heißt, ihr guckt auf die Candlesticks, Dochte, Lunden. Ja, wie hoch schlagen die aus? Das ist natürlich alles erstmal griechisch oder chinesisch, japanisch für jeden, der da neu dazukommt. Aber man muss es sich natürlich anschauen. Ja, und da ist das Gesetz der großen Zahlen. Wenn du irgendwas 10.000 Mal gemacht hast, dann wirst du sogar Violine spielen, wenn du 10.000 Mal eine Violine in der Hand hast, ob du jetzt talentiert bist oder nicht, aber du kannst es. Oder wirst zumindest so, dass man es sich anhören kann, vermutlich. Aber es ist auf jeden Fall was, wo man sagen kann, wenn man da noch eine Passion hat, dann wächst das natürlich raus. Chrissy, live and direct, du bist jetzt frisch drin, ne? Sozusagen keine Vorerfahrung, trifft eigentlich die Frage auf den Punkt. Sozusagen bist du ja als Friseurin sozusagen quer eingestiegen, hast natürlich da auch, Candlesticks ist das verkehrte Wort, aber du hast da auch mit scharfen Instrumenten agiert. Und insofern mit wenig Zeit, wie ist es da bei dir rein von der vom Faktor? Was würdest du da für einen Tipp geben? Gehst du da komplett konform mit Janina oder hast du noch ein Special vielleicht für uns? Ja, ich schließe mich den beiden auf jeden Fall an. Wo ich damals noch mein Demokonto hatte, wo ich auch noch Friseurin war, dann habe ich jedes Mal, wenn ich meine Kundin oder meinen Kunden fertig hatte, bin ich Rinder und habe sofort auf meine App reingeguckt und natürlich hatte ich auch einen Trade offen und habe dann geguckt, ob der Plus oder Minus war. Wenn der Plus war, habe ich immer gesagt, okay, ich nehme mit, was ich haben kann und habe den dann teilweise geschlossen, habe dann gleich noch einen reingesetzt. Ich hatte ja noch keine Ahnung, aber das war vielleicht eine Sekunde oder 2 Sekunden, wo ich das gemacht habe, habe mein Handy wieder geschlossen und bin wieder arbeiten gegangen. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr es gelernt habt. Also bitte so nicht machen. Ansonsten könnt ihr nämlich auch mal, wenn, ich weiß nicht, ob hier auch Friseuren drin sind, wenn ihr da so eine halbe Stunde an einer Frau steht, dann kann man schon ganz schön viel Geld verlieren. Ja, ansonsten abends, ja, hat man sich natürlich bettfertig gemacht, dann habe ich mein Handy genommen und dann habe ich da noch ein bisschen geübt und habe meine Trades gemacht, bis ich dann eingeschlafen bin.
Oh, das ist aber schon, da hat sie schon die Spritze im Arm auf gut Deutsch. Das ist natürlich schon ziemlich krass, aber ich kenne das auch. Ich habe auch in meinem ganz früheren Beruf dann den Laptop hinter mir gehabt, ein Stück weit versteckt und dann habe ich mich umgedreht, habe die Non-Farm Payrolls mit irgendwelchen Zertifikaten gezockt und dann kam irgendwie so nach dem Motto, komm mal, wir brauchen dich mal. Und dann denke ich mir, oh Gott, doch nicht jetzt, wo die nächsten 5 Minuten kriegsentscheidend sind. Also das ist aber psychisch natürlich der Mega-Hammer, weil das ist ja einfach, wie gesagt, das ist also für einen selbst ein Mega-Stress, ne? Wenn man da so eng dran bleibt. Also ich meine, Demo ist natürlich zum Üben fantastisch, aber wie gesagt, du hast auch gesagt, Chrissy, empfehlen kannst du das nicht, weil da muss man eben auch sehen, welche zeitlichen Möglichkeiten hat man. Ne? Und wenn du dann eben zu, sagen wir, von Kundin zu Trade oder zu Gespräch zu Trade wanderst, dann bist du nicht so fokussiert, wie du es dann eben sein müsstest. Und wie Caro sagt, dann geht man eben auch auf einer Zeitebene höher und dann schaffst du es irgendwie, ja, mehr so im Chi zu sein. Weißt du? Es ist einfach wichtig, dass du da nicht da overloaded bist, weil am Ende Rinnsal im Nacken, Schweiß gebadet, das kann es ja nicht sein. Da wirst du ja bestimmt keine 30, 40 Jahre alt, wenn man sowas macht, dann fällst du ja eher vom Stuhl. Und gibt ja genug Leute, die springen entweder freiwillig aus dem Fenster oder eben haben so einen Herzkasper gekriegt bei Trades. Das muss ja nicht sein. Deswegen, wie auch schöner Tenor an dem oder in dem Kontext, Demo ist definitiv erstmal gut, um sein Laufen zu lernen, auch zu finden, was einem taugt, was einem nicht taugt. Und ich denke auch, und das Feedback kann ich jetzt mal durchgeben, tolles Interview, bitte weitermachen. Vielen Dank dafür. Gerne eine Fortsetzung. Lasst euch nicht von eurem Weg abbringen. Wünsche euch viel Erfolg. Toll zu hören. Also super Aussagen. Also wie gesagt, bin sehr überrascht. Wir sind nicht so voll, wie wir manchmal bei manchen Trading-Events waren. Das hat mich ehrlich gesagt überrascht. Aber vielleicht hat sich der ein oder andere Mann auch auf den Schlips getreten gefühlt oder die Fliege. Und da habe ich vorhin, Sascha war, glaube ich, kurz drin. Wo ist meine Fliege? Herrgott, hätte ich es nur nicht gesagt. Aber ich wollte es jetzt da nicht so overload haben. Aber ihr habt es euch sehr hübsch gemacht, meine Damen. Ihr wart auf jeden Fall hier am Start. Auf jeden Fall gut durchgezogen. Respekt an der Stelle. Dass ihr da A dabei wart, euch hier bereit erklärt habt, da einfach eure Zeit uns mitzugeben und mit euch meine ich uns allen, wo ich sage, super, super. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir es A fortsetzen. Wir werden bestimmt eine schöne Entwicklung draus machen, um einfach zu sehen, wohin die Reise geht. Vielleicht können wir auch so eine Art JFD-Marketing-Accounts aufsetzen, wo wir einfach sagen, wir geben euch ein bisschen, sagen wir mal, Echtgeld. Natürlich keine 100.000-Euro-Accounts, aber irgendwas in der Richtung, wo wir sagen, da können wir was machen. Und wenn es gut läuft, wird es gespendet. Also da gibt es viele Möglichkeiten, über die wir auch schon so bilateral gesprochen haben. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, Wiederholungsbedarf, vielen Dank, bitte fortsetzen. Also es hört jetzt gar nicht mehr auf. Ich sage nur, was schreibt einer? Mehr Werbung, okay? Das ist auch spaßig. Ja, mehr Werbung. Okay, das nehme ich jetzt mal so hin. Nicht schlecht. Wie gesagt, Caro ist da in einem eigenen, sage ich mal, Trading-Fakt, wo ich sage, das bauen wir aus in Sachen Kooperation. Janina und Chrissy sind da auch mit dem Sascha, der morgen seinen Workshop hat, am Start. Und da sind wir eng verbunden. Und wer da Lust hat, guckt da rein. Und wir stellen viel kostenfrei zur Verfügung. Aber ab einem bestimmten Punkt musst du eben auch, ob du das ein cooles Tool hast oder einen bestimmten Marktzugang oder ob du eben irgendwas brauchst, musst du auch manchmal ein Stück weit was auf den Tisch legen, weil umsonst ist eben nichts außer die Steuer und der Tod. Und am Ende des Tages geben wir schon viel, viel Content. Insofern sage ich vielen Dank erstmal an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ne? Ganz, ganz großen Respekt. Mit der Technik, das haben wir auch hingekriegt. Super cool, bin ich echt happy. Also jeder von euch weiß, dass wir da am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten hatten, wie wir es nun machen. Aber ich fand es super, super rund. Und insofern danke auch nochmal. Hier fand's mega, kommt gerade rein. Also echt super Feedback, freut mich. Und das bauen wir bestimmt aus. Und dann würde ich sagen, liebe Leute und liebe Damen an erster Stelle, habt noch einen schönen Weltfrauentag. Ne? Lasst euch in der Wanne schön massieren und genießt das Schaumbad. Und was da noch so ansteht, ja, ich will hier gar keine Fantasien schüren, aber am Ende des Tages super, super. Vielen Dank an euch. Wir schließen uns alle noch mal ein Stück weit kurz. Und dann würde ich sagen, vielen Dank für die Zeit und der Rest wird sich erschließen in Zukunft. Ne? Vielen Dank. Dann drehe ich Dankeschön. den Hahn gleich ab. Ne? Nicht wunder, liebe Leute, wir schalten jetzt das Bild und Farbe hier weg und dann können wir demnächst wieder online gehen. Würde mich freuen, wenn ihr uns treu bleibt und insofern habt einen schönen Wochenauftakt. Geht ja jetzt erst los mit der Handelswoche. Und in dem Sinne, fette Beute euch, wie ich immer sage, und auf bald. Dann nochmal ein Winky Winky, wie sagt man hier? Ciao, ciao und bye bye. Tschüss. Ciao.